Ja, vielen Dank für die Einladung und danke schön, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Es sind ja 77 Leute. Ist ja doch in diesen Ferienzeiten gar nicht so selbstverständlich und es scheint ein Thema zu sein, was uns alle berührt. Und ich bin auch froh, dass ich da dazu etwas sagen darf. Der Aufsatz heißt Grundsätze einer gelebten Spiritualität und wir haben schwierige Zeiten. Es gibt Inflation, es gibt Nöte, was die Energieversorgung angeht, es gibt einen Krieg und so weiter. Und wir alle oder viele Menschen überlegen sich, wie kann ich dazu beitragen, dass ich da etwas Positives dazu beitragen? Wie kann ich meine Spiritualität wirklich in die Tat umsetzen? Und ich werde als Psychotherapeut, als auch Zen-Lehrer gefragt, immer wieder, was kann ich tun? Es ist eine schwierige Frage, was kann ich tun? Weil es könnte auch ein Aktionismus sein, der einfach aus einer Hilflosigkeit entsteht. Wir sind doch hilflos im Grunde angesichts dieser Probleme, die da sind. Und um nicht in diesen Aktionismus zu verfallen und gleich ganz schnell was tun zu müssen, denke ich, ist es sehr wichtig, dass wir von einer Haltung ausgehen. Eine Haltung, aus der dann das getan werden kann, was zu tun ist, oder eben das nicht getan wird, was nicht zu tun ist. Also im Grunde geht es mir darum, wie kann ich eine Haltung einüben, die eine Antwort gibt auf die Situation im Moment. Eine ganz persönliche Haltung, eine ganz persönliche Antwort. Wie kann das aussehen? Ich habe einen zweiten Lehrer neben Willige Jäger gehabt, Bernie Glassman. Der hat die Zen Peacemaker Organisation gegründet und der hat sehr früh schon sich eigentlich um dieses Thema gekümmert und hat die drei Grundsätze der Zen Peacemaker formuliert. Die gibt es in allen möglichen Varianten, auch bei anderen Organisationen, aber ich finde diese drei Grundsätze sehr hilfreich, weil sie mir sagen, oder ein kleines Prozessmodell, nenne ich es mal, in die Hand geben können, wie ich aus einer Haltung ein sinnvolles Tun entwickeln kann. Die drei Grundsätze heißen Nichtwissen, Zeugnis ablegen und handeln aus dieser Haltung des Nichtwissens und des Zeugnisablegens. Und dazu möchte ich ein paar Worte sagen. Was bedeutet Nichtwissen? Ich will euch ein kleines Experiment erzählen, was ich schon gemacht habe. Und zwar, ich habe den Leuten gesagt, ich werde euch etwas zeigen, was noch kein Mensch vorher gesehen hat. Noch nicht mal ich. Da war natürlich alle große Spannung, was könnte das sein, was noch kein Mensch vor uns gesehen hat. Und dann habe ich einen Apfel genommen, habe ihn in der Mitte durchgeschnitten und habe einfach das Innere des Apfels gezeigt. Und dann war eine große Enttäuschung da. Warum? Wir wissen doch alle, wie ein Apfel innen aussieht. Ist doch nicht interessant. Und genau an diesem Punkt zeigt sich, dass wir ständig unsere Konzepte mit der Realität verwechseln. Denn das, was ich weiß von einem aufgeschnittenen Apfel, ist ein Konzept. Aber das, was ich euch hier zeigen würde, wenn ich den frisch aufschneide, das ist eine frische, eine einmalige Lebendigkeit, die sich in diesem Moment zeigt und nie wieder zeigen wird. Und das ist die Falle, in die wir treten. Wir sind fähig, durch die Evolution Konzepte zu machen. Und das ist sinnvoll. Wir müssen nicht, wenn wir von hier bis zur Tür gehen, jedes Mal überlegen, welchen Schritt mache ich jetzt und wie fasse ich die Klinke an und was muss ich dann tun, sondern das geht automatisiert. Und das lernen wir in vielen, vielen Jahren von Kindesbeinen an bis 20, 30 komplexere Konzepte. Und das ist eine evolutionäre Errungenschaft. Und trotzdem ist es wie eine Scheuklappe, die uns immer wieder über diese frische Lebendigkeit hinweggehen lässt. Und diese frische Lebendigkeit ist es, um die es mir geht. Das ist dieses Nichtwissen, dieses ganz neue Hinschauen nochmal, dieses neugierige Hinschauen, dieses Dankbare. Dieser Moment wird nie wieder kommen. Dieser Moment war noch nie da. Das ist das Leben, wie sich in diesem Moment ausdrückt. Im Grunde genau das, was wir im Zen üben.
Nicht? Wir sitzen da und das ist der Moment, der nie wieder kommen wird und wir sind direkt Ausdruck des Lebens in diesem Augenblick, wenn alle Konzepte fallen können. Und dafür geben wir den Rahmen im Zen. Also das ist mit Nichtwissen gemeint. Stellt euch ein Kind vor, ein Kind, was einfach noch nicht so viele Konzepte hat. Ich hab die Erinnerung, ich bin mit meiner Tochter in den Zoo gegangen und wollte ihr die Löwen und die Affen und die Elefanten zeigen. Und dann war da eine kleine Ameise auf dem Weg und sie hat sich runtergebeugt und sie war dann eine Viertelstunde mit dieser Ameise beschäftigt und ich bin schon ganz unruhig geworden, damit sie nicht die Affen sehen und die Löwen sehen. Und nein, diese Ameise, wow, und wie sieht das aus? Und auch das ist dieses Nichtwissen, was wir haben, wenn wir jenseits der Konzepte gelangen, wenn wir diese Einmaligkeit dieses Augenblicks begreifen. Das ist mit Nichtwissen gemeint. Anfängergeist heißt es im Zen auch, nicht? Das heißt, wie nimmt ein Kind seinen ersten, zweiten, dritten, vierten Geburtstag wahr? Wie alt bist du? So viel. Und ich habe bald Geburtstag. Und wenn man mich jetzt fragt, wie alt bist du, muss ich mal nochmal nachrechnen. Und Willigis hat immer gesagt, Geburtstage sind Alterserscheinungen. Also, das ist diese Offenheit, von dem dieses Nichtwissen reden will. Der zweite Grundsatz nennt sich Zeugnis ablegen. Kann ich direkt in den Kontakt kommen mit dem Leben, wie es in diesem Moment ist? Kann ich mich berühren lassen von dem, was gerade geschieht? Nicht in die Opferecke stellen gehen, sondern wirklich mich berühren lassen. Kann ich, wenn ich jemandem zuhöre, empathisch mich von ihm berühren lassen? Und Bernie Glassman hat sogenannte Bearing Witness Retreats gemacht, um das einzuüben. Und zwar ist er mit uns zum Beispiel auf die Straße gegangen, für eine Woche, ohne Geld, ohne Handy, ohne irgendwas. Und wir sollten da einfach leben und schauen, wie wir zurechtkommen. Wo können wir über Nacht schlafen? Was können wir essen? Ich muss mir was zusammenbetteln, damit ich essen kann. Wie ist das? Und natürlich sind wir nicht zu Bettlern geworden oder zu Obdachlosen. Und wir haben auch nie gesagt, wir wären Obdachlose. Wir haben also kein Theater gespielt. Aber wir haben eine neue Situation erlebt, die wir vorher nicht gekannt haben und waren dadurch ganz offen und haben uns wirklich der Situation hingegeben. Und diese Bearing Witness Retreats, das bekannteste ist wohl das mittlerweile 25 Jahre hintereinander stattfindende Auschwitz Retreat, wo wir auf der Selektionsrampe meditieren und uns dem aussetzen, was dieser Ort uns lehrt. Das bedeutet für mich Zeugnis ablegen. Und noch etwas zu dem Wort Zeugen. Der Zeuge sieht alles, aber ist selber nicht verwickelt. Und das ist ein interessanter Punkt. Das genügt nicht nur hinzuschauen, sondern wir brauchen, um sinnvoll lernen zu können, wenn wir hinschauen, auch eine Sicherheit und eine gewisse Distanz vom Geschehen. Und ich kann von etwas nur lernen, wenn ich eine minimale Distanz habe. Insofern ist das Wort bezeugen sehr hilfreich, weil ich bin nicht verwickelt selber, ich bin nicht verwickelt selber mit meinen Gefühlen, mit meinen Gedanken, sondern ich betrachte sie, ich bezeuge sie. Ah ja, da kommt jetzt Trauer auf. Ah ja, da kommt eine Spannung. Ah ja, das ist das Bezeugen, um das es geht. Und schließlich könnte sich daraus eine Handlung entwickeln. Es kann auch sein, dass die Handlung heißt, ich tue nichts. Und es ist keine Moral dahinter. Es muss nicht eine ganz spezielle Handlung sein. Es muss einfach eine angemessene Handlung sein, die aus dieser Haltung hervorgeht. Ich mache da auch kein Ding aus dieser Handlung. Es ist so, wie wenn jemand stolpert und ich ihm einfach helfe, dass er nicht hinfällt. Da denke ich nicht, oh, ich bin ein guter Mensch, darum helfe ich ihm jetzt, sondern ich mache es einfach. Und ich glaube, dass diese zwei Grundsätze des Nichtwissens und des Zeugnisablegens mir helfen, eine Handlung zu finden, die in diesem Augenblick von mir angemessen ist. Sie muss nicht die gleiche sein, die ihr habt, es muss nicht die gleiche sein, die ich morgen habe, aber die in diesem Augenblick von mir die adäquateste Handlung ist. Das kann sein, du bist willkommen, oder es kann auch sein, ich zeige dich bei der Polizei an. Es gibt da keine Unterschiede. Es ist eine Handlung, die aus dieser
aus dieser Haltung hervorgeht. Und es ist eine Handlung, die aus einer empathischen Verbindung hervorgeht. Das heißt, es ist eine Handlung, die, also dieser dritte Grundsatz hieß früher im Englischen Loving Action. Später wurde das dann abgeändert in Handlung, die entsteht aus dieser Haltung, weil dieses Loving ein bisschen zu rosarot manchmal gesehen wurde. Aber wenn man es wirklich beim Wort nimmt, ist es eine Loving Action, ist es eine Aktion, die aus Mitgefühl, die aus einem empathischen Dabeisein entsteht. Und das ist dann doch, hat eine gewisse Qualität auch, eine ethische Qualität. Ich glaube, es ist sinnvoll und sogar sehr wichtig, dass wir nicht einfach auf unserem Kissen sitzen und da zufrieden sind und da schauen, dass es uns gut geht, sondern dass wir dann, wenn wir denn diese Verbundenheit mit allem wirklich erfahren, diese Verbundenheit auch leben. Und insofern ist dieser Grundsätze einer gelebten Spiritualität ein wichtiges Anliegen von mir. Beide Zen-Meister, die ich hatte, sowohl Williges Jäger als auch Bernie Glassman, haben das immer wieder betont. Williges Jäger hat gesagt, eine Spiritualität, die sich nicht im Alltag verkörpert, ist ein Irrweg. Und genau das denke ich auch. Es ist nur der halbe Weg. Zen führt uns wieder auf den Marktplatz, wie es heißt auch oft. Und in das Handeln rein, in das verbundene Handeln rein, nicht in irgendein kaltes Handeln, sondern in ein verbundenes Handeln. Denn die Verbundenheit und das Handeln sind zwei Pfeiler im Zen. Einen kurzen Satz noch, den ich sagen möchte. Dieses Prozessmodell kann man anwenden für alle Größen, also es ist für Lebensfragen und für ganz kleine Fragen. Man kann immer wieder schauen, wo bin ich gerade? Kann ich da offen schauen? Bin ich dabei? Und was entwickelt sich daraus? Aber es ist nicht ein Wenn-Dann, also es ist nicht ein erstmal Haltung haben und dann entwickelt sich die Handlung, sondern es ist wie ein dynamischer Prozess, wobei die Haltung in der Handlung sich ausdrückt und die Handlung sich in der Haltung sich ausdrückt. Handlung ist Haltung, Haltung ist Handlung sozusagen. Das ist mir wichtig. Wir müssen nicht erst warten, bis wir erleuchtet sind, um hilfreich zu sein, sondern wir können schon im Hilfreichsein erfahren, dass wir Teil eines Großen sind. Ja, eine Spiritualität, die sich nicht im Alltag verkörpert, ist ein Irrweg. Und was kann ich, wie kann ich mein Mitgefühl, meine Empathie, mein Verbundensein zum Ausdruck bringen? Bernie Glassman hat gesagt, wenn du wissen willst, wie es um die Spiritualität eines Zen-Meisters bestellt ist, dann frag seine Kinder und frag seine Frau. Ich danke euch.